Ich würde sagen, dann jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen alle miteinander zu dem ersten Teil vom Nitrox-Kurs. Den machen heute Dominik und ich. Wer uns schon öfters besucht hat, kennt uns schon, aber vielleicht ist der ein oder die andere neu dabei. Das heute ist sozusagen ein kleiner Überblick über alles, was zum Thema Tauchen mit Nitrox dazu gehört. Also erstmal die wichtigen Dinge, warum macht man das überhaupt, worum geht es bei dem Gas, warum benutzen wir das und ein bisschen, wo sind die Grenzen, also gucken uns nochmal das Thema Sauerstofftoxizitäten an und werden dann natürlich auch ganz praktisch euch nochmal zeigen, wie man eine Flasche analysiert und wie man sie am besten labelt. Morgen ist dann der Teil, bei dem wir so ein kleines bisschen über diese Standardfragen nochmal hinausgehen und werden dann noch so ein paar Sagen und Mythen besprechen und nochmal genauere ins Innere von einem Sauerstoffanalyzer schauen. Aber heute erstmal zu den Grundlagen. Ich habe in den Chat übrigens auch für diejenigen, die es noch nicht kennen, einfach den Link gepackt zu dem Kurs über SSI. Aber das ist natürlich auch heute nicht schlecht für jeden, der den Kurs zwar schon mal gemacht hat, aber vielleicht das ein oder andere einfach wieder vergessen hat. Das kommt ja mal vor. So. Erster Blick mal so ganz grundsätzlich, worum geht es bei dem Tauchen mit Nitrox? Das wird üblicherweise gehandelt unter dem Namen Enriched Air, also eine angereicherte Luft, und zwar Luft, die mit Sauerstoff angereichert wird. Das stimmt so noch nicht mal so ganz, weil in den allermeisten Fällen wird Nitrox hergestellt an einem Kompressor mit einer Membrananlage und da tut man dann eben nicht Sauerstoff dazu, sondern man nimmt Stickstoff raus aus der Luft. Und das ist tatsächlich auch genau das, was für uns beim Tauchen wichtig ist, nämlich dass Nitrox weniger Stickstoff hat. Dass es dafür mehr Sauerstoff hat, nehmen wir, ist eher etwas, was wir halt in Kauf nehmen, weil der Sauerstoff besser ist als der Stickstoff. Und der Stickstoff das ist, was uns Probleme verursacht. Und das Wichtige für uns an Nitrox ist tatsächlich, dass es einfach weniger Stickstoff hat. Weniger Stickstoff bedeutet, wir sättigen unter Wasser in derselben Tiefe mit Stickstoff, mit Nitrox weniger auf, als wir mit Luft aufsättigen. Und das bedeutet jetzt, wenn wir Nitrox benutzen bei ein und demselben Tauchgang, dann kommen wir mit Nitrox einfach ein bisschen weniger gesättigt zurück an die Oberfläche, wenn wir genauso tauchen, wie wir mit Luft tauchen würden. Dafür haben wir jetzt hier rechts ein Beispiel. Dieses Beispiel, die meisten, die häufiger in den Webinaren sind, kennen das schon. Das ist ein Heatmap und ein Tauchgangsprofil, hier sozusagen nur das Ende eines Tauchgangsprofils, nämlich der Teil, wo wir wieder zurück Richtung Oberfläche kommen. So, hier haben wir so ein Tauchprofil. Da sind wir auf 30 Meter und zwar für 20 Minuten. Also 30 Meter, 20 Minuten ist das, was mit Luft dann langsam die Nullzeitgrenze ist. Kommen hoch, machen einen Sicherheitsstopp, bleiben noch eine Weile auf 10 Metern, nochmal so 10 Minütchen, machen dann einen Sicherheitsstopp auf 5 Metern und tauchen dann langsam auf. Also ein relativ normales Tauchgangsprofil im Prinzip, ne? Sowas, was wir häufiger machen. Und wenn wir jetzt diesen selben Tauchgang vergleichen, was passiert mit unserer Sättigung mit Luft oder mit Nitrox? Da kann man hier relativ klar sehen, also wir haben hier dieses Blaue, es bedeutet immer hier sättigen Gewebe noch auf, schnelle Gewebe ganz oben bis zu langsameren Geweben ganz unten. Und so grün, gelb und ein bisschen zu rot bedeutet Gewebe entsättigen. Also geben den Stickstoff wieder ab, wenn wir zurück an der Oberfläche sind. Und was man hier gut sehen kann, ist bei diesem Tauchgang mit Luft, da waren wir unten ja an der Nullzeitgrenze, fangen jetzt im Bereich von 10 Meter schon langsam an zu entsättigen. Beim Sicherheitsstopp entsättigen wir auch nochmal ganz gut, mit Nitrox übrigens auch. Und dann
Wenn wir an der Oberfläche ankommen, ist aber ein breiter Bereich von mittelschnellen Geweben, so in einem Bereich von 80% des M-Werts, also ist schon deutlich übersättigt gerade. Normal nach einem Tauchgang, unproblematisch, das ist was, was man so tauchen kann, aber hübscher ist es natürlich, wenn wir bei diesem selben Tauchgang Nitrox dabei haben, dann kommen wir nämlich an der Oberfläche an und sind sehr viel weniger gesättigt, weil wir einfach viel weniger Stickstoff abgekriegt haben. Also diese paar Prozent von 21% Sauerstoff in der Luft, 32% in einem 32er Nitrox, machen einfach schon so ein bisschen was aus. Das wäre die eine Art, auf die wir Nitrox benutzen können. Das heißt, ich würde jetzt so tauchen, wie ich mit Luft auch tauche. Nehme stattdessen aber Nitrox, nehme also weniger Stickstoff auf und komme mit einer etwas geringeren Sättigung aus dem Wasser. Wird auch so gemacht. Meistens wird Nitrox aber anders eingesetzt, nämlich dafür, dass man die Nullzeiten einfach etwas ausdehnen kann. Also, dass man länger tauchen kann. Und zwar gerade in diesem Bereich, dass man auf 30 Meter unterwegs ist. 30 Meter ist so die Grenze. Da passiert das üblicherweise, dass man noch ausreichend Luft hat, aber leider, leider, leider die Nullzeit schon am Ende angekommen ist. Und genau deshalb nimmt man dann Nitrox, weil man sagen kann, Mensch, guck, 20 Minuten auf 30 Meter sind vorbei, aber ist egal. Ich kann noch ein bisschen länger und kann dann sozusagen das, was man an Luft oder an Gas in der Flasche hat, auch komplett ausnutzt und einfach noch ein bisschen weiter taucht. Und der Unterschied ist auf 30 Metern mit einem Nitrox 32, also mit einem Nitrox, was 32% Sauerstoff, entsprechend dann 68% Stickstoff nur enthält, statt 69% Stickstoff, ist durchaus massiv, weil aus den 20 Minuten, die man mit Luft hat, bis man die Nullzeitgrenze erreicht, werden 32 Minuten auf 30 Meter. Und das ist einfach nochmal, man kriegt einfach nochmal 50% mehr Zeit geschenkt für ein kleines bisschen weniger Stickstoff. Und kommt am Ende, wie wir auch wieder hier sehen können, man kommt später wieder aus dem Wasser, also kann den Tauchgang einfach voll auskosten, mit derselben Sättigung, die man mit Luft eben früher erreicht hätte. So, was man hier jetzt sehen kann, hier am Ende, in dem Moment, in dem wir auftauchen, ist klar, wenn wir Nitrox so benutzen, nämlich um unsere Nullzeitgrenze länger zu machen, dann erreichen wir dieselben Sättigungen, die wir mit Luft eben auch erreichen würden. Das heißt, wir müssen, wenn wir Nitrox benutzen, einfach eine Entscheidung treffen. Wir haben grundsätzlich den Vorteil, dass wir weniger Stickstoff aufnehmen. Und daraus können wir genau zwei Sachen machen. Wir können entweder die Tauchgänge so ein bisschen sicherer machen, indem wir so tauchen, als hätten wir Luft, aber in Wirklichkeit Nitrox haben. Oder wir können längere Nullzeiten haben. Beides zusammen geht nicht. Das ist so eine ganz große Verwechslung, die ziemlich viel rumschwirrt, dass Nitrox in irgendeiner Weise grundsätzlich gesünder oder sicherer sei als Luft. Das stimmt einfach nicht. Das kommt wirklich darauf an, wie man es nutzt. Und bei vielen Tauchgängen, die so unternommen werden, ist es übrigens auch einfach total egal. Also wenn ich irgendwie auf maximal 12 Meter unterwegs bin oder sowas, dann ist das am Ende des Tages wirklich irrelevant, ob ich jetzt Nitrox oder Luft in der Flasche hatte, sondern der Bereich, in dem das interessant wird, ist eben der Bereich, in dem wir mit normaler Luft auch an die Nullzeitgrenzen drankommen. Und das ist der Bereich, in dem wir uns halt entscheiden müssen, für nutzen wir Nitrox als Sicherheitspuffer oder nutzen wir Nitrox, um länger zu tauchen. Beides geht einfach nicht. So. Und dann, also jetzt ist es ja eigentlich ganz schön. Ich habe da neues Gas, ich habe ein bisschen weniger Stickstoff da drin, ich kann ein bisschen länger tauchen oder nehme halt einfach nicht so viel auf. Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut, grundsätzlich sehr wünschenswert.
Das Ganze kommt aber natürlich mit einer Kehrseite. Und diese Kehrseite ist der Sauerstoff, den wir statt des Stickstoffs jetzt im Gas haben. Also in unserer, so, unsere Flasche hat jetzt einen höheren Prozentsatz an Sauerstoff. Und das ist tatsächlich nicht nur gut, sondern das hat sozusagen drei Ebenen von möglichen Problemen. Es gibt ein richtig, richtig großes Problem, nämlich Sauerstoff hat Grenzen, ab denen, ab einem bestimmten Druck wird es wirklich giftig. Also giftig im Sinne von, das kann einem richtig heftige Probleme machen. Die kommt nicht sofort, aber diese Grenze muss man kennen, damit man von der einfach wegbleiben kann beim Tauchen. Damit ist alles erledigt. Man muss nur von dieser Grenze wegbleiben. Und dann gibt es noch so ein kleines Problem am Rande, wenn man sehr, sehr viel und sehr lange höhere Prozentsätze an Sauerstoff atmet, dann kann das irgendwann auch für die Lunge unangenehm werden. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal genauer an, vor allem weil das in den Materialien schon deutlich vorkommt. Das ist für uns bei den Tauchgängen, die wir normalerweise machen, glücklicherweise tatsächlich irrelevant. Und dann werden wir morgen tatsächlich noch mal einen Blick auf eine dritte Komponente werfen, nämlich dass so unterhalb der Schwelle davon, dass das jetzt wirklich ungesund oder giftig wird, es etwas gibt wie oxidativen Stress, also es so den Verdacht gibt, dass der höhere Sauerstoffdruck unserem Körper nicht nur Gutes tut. Weit unterhalb der Schwelle schon gefährlich und auf jeden Fall ist sozusagen weniger Stickstoff aufnehmen immer klar im Vorteil gegen, ja, man hat jetzt aber auch ein bisschen mehr Sauerstoff. Aber auch etwas, was man mal mit angucken kann. Das machen wir mal morgen. Wir bleiben heute erstmal bei den Standard-Sauerstoff-Toxizitäten. Und ich gebe dafür jetzt erstmal wieder an Dominik. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und wie Vero das gerade schon gesagt hat, wir müssen für alles im Leben eigentlich einen Preis zahlen, für jede Entscheidung. Die hat Vorteile, die hat aber auch Nachteile. Und wir möchten verringern die Aufsättigung durch Inertgase in unserem Atemgas. Jetzt ist natürlich das große Problem, dass das nur geht, indem man, ne, die Dalton-Bande bedenken, also indem man den Gesamtdruck dann auffüllt mit eben nicht inerten Gasen, weil jedes inerte Gas, mit dem man Stickstoff ersetzen könnte, Helium zum Beispiel oder auch Argon, sehr dicht auf. Nicht inerte Gase, der Name sagt es schon, sind chemisch reaktiv und außer dem Sauerstoff können wir Menschen leider keine anderen chemisch reaktiven Gase atmen. Die haben alle wesentlich größere Nachteile noch als der Sauerstoff. Und das heißt, wir müssen in Kauf nehmen, erhöhten Sauerstoffpartialdruck zu atmen. Anders geht es nicht. Warum in Kauf nehmen? Wir haben ja oft so im Kopf, Sauerstoff ist etwas Gutes und vitalisierend und all solche Sachen. Also das ist bis hinein in die Werbung, findet man sowas. Aber wir Menschen, wir haben uns entwickelt evolutionär für einen Sauerstoffpartialdruck von halt sowas wie 210 Millibar. So in der Nähe davon. Nämlich halt genau der Sauerstoffpartialdruck. Bei Normaldruck 1 bar und 20,9% Sauerstoffgehalt der Luft. Und alles, was drüber ist, können wir im Wesentlichen gar nicht sinnvoll verwerten. Nein. Das mag im Einzelfall sozusagen, mag das mal sinnvoll sein, höheren Sauerstoffanteil zu atmen. Ja? Wenn zum Beispiel Menschen Probleme haben mit dem Sauerstofftransport, wenn Menschen Atemnot haben und so weiter und so fort. Oder aber in der hyperbaren Sauerstofftherapie bis hin zur Behandlung von DCS-Fällen. Also ganz grundlegend für den normalen Funktionsumfang des menschlichen Körpers ist halt dieser Sauerstoffgehalt, wie er jetzt in unserer Atemluft ist, eigentlich schon genau richtig. Warum ist mehr nicht so gut? Naja, das liegt daran, dass Sauerstoff, der Name verrät es eigentlich schon, ein chemisch sehr reaktives Gas ist. Sauerstoff geht unglaublich gerne chemische Verbindungen ein. Und das ist manchmal gewollt. Das ist natürlich eine Basis unseres Stoffwechsels. Wir binden ja chemisch Sauerstoff an Kohlenstoff, setzen dadurch Energie frei. Aber das führt auch zu einer Menge ungewollter Effekte. Und hier in diesem Diagramm seht ihr einfach mal so ein paar Beispiele, sozusagen, wo überall im Körper es zu potenziellen Problemen kommen kann, wenn man erhöhten Sauerstoffpartialdruck
Einatmend. Nicht erschrecken, das passiert natürlich nicht gleich und das passiert vor allen Dingen nicht bei moderat erhöhten Sauerstoffpartialdrücken, aber die Liste ist halt sehr umfangreich, nicht wahr? Also es gibt sozusagen chemische Toxizität beim Einwirken auf die feinen Verästelungen in der Lunge bis hin zu Lungenschäden und dadurch natürlich dann paradoxerweise Sauerstoffunterversorgung, weil die Lunge gar keinen Gasaustausch mehr bewerkstelligen kann. Es gibt insbesondere bei kleinen Kindern auch die Möglichkeit von Netzhautschäden. Ganz dramatische Fälle gegeben in der Vergangenheit. Frühgeborene zum Beispiel, wenn man die also erhöhtem Sauerstoffgehalt aussetzen musste, um sozusagen, weil die Lungenfunktion noch nicht ausreichend entwickelt ist, als das Kind geboren wurde, dann überhaupt das Leben zu retten, hat das oft Sehfähigkeit dann gekostet. Es gibt Effekte auf das endokrine System mannigfaltiger Art und es gibt auch Effekte ganz rechts hier und mit denen werden wir uns zuerst beschäftigen, weil das ist beim Tauchen noch am relevantesten auf das zentrale Nervensystem mit dann natürlich ganz dramatischen Auswirkungen bis hin zu Krampfanfällen, die unter Wasser dann natürlich leicht zum Verlust des Reglers und damit Ertrinkungstod in der Folge führen. Also es ist umfangreich. Ist nochmal so ein bisschen rechts in diesem Schaubild sozusagen. Sinnbildlicht einige der Stellen, auf die Sauerstoff wirken kann. So, ja, das haben wir also besprochen jetzt. Und wichtig im Kopf zu behalten ist aber, die ganzen verschiedenen Systeme des Menschen, die ganzen verschiedenen Organe, die hier aufgezeichnet sind, die haben sehr verschiedene Schwellen, ab wann und ab wie viel erhöhtem Sauerstoff, Gehalt zum Problem wird. Das ist also verschieden, das ist nicht überall gleich. Manche davon halten relativ hohe Partialdrücke aus, vielleicht für eine begrenzte Zeit. Andere leiden vor allen Dingen, wenn das länger einwirkt. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen größerem Detail jetzt noch an. Eins weiter, bitte. Und starten, wie schon gesagt, mit dem zentralen Nervensystem. Das ist auch das Relevanteste für das Sporttauchen. Trägt auch den Namen, wie so ganz, ganz viel, nach lange sozusagen aus dem aktiven Geschäft ausgeschiedenen Forschern, Paul-Bert-Effekt in dem Fall. Das Gefahrenpotenzial, klar, ist vor allen Dingen, dass Krampfanfälle, die auftreten können, halt unter Wasser oft nicht überlebt werden, weil wir davon abhängig sind, dass wir den Regler im Mund behalten müssen. Und Bewusstseinsverlust nach so einem Krampfanfall eintritt üblicherweise, führt dann halt sehr schnell zum Ertrinken, selbst wenn der Anfall an sich sozusagen schadlos überlebt würde. Der Mechanismus, der diese Krampfanfälle auslöst, der ist tatsächlich nicht abschließend geklärt. Man vermutet aber, dass daran beteiligt sind sogenannte Reactive Oxygen Species. Das sind also chemische Verbindungen, die auftreten, wenn erhöhte Sauerstoffpartialdrücke einwirken auf Körpergewebe und die ihrerseits wiederum sehr reaktiv sind dann und dann so eine Kaskade auslösen von unerwünschten Wirkungen und dann zum Beispiel im Nervensystem Teil unserer Leitungsfunktion, also Teil unseres Denkens, unserer ganzen Nervenfunktion ist ja auch elektrisch, dann zum Beispiel Potenziale ändern und damit halt die normale Funktion des zentralen Nervensystems stark stören können. Und das ist wichtig in dem Sinne, auch wenn wir den Mechanismus noch gar nicht genau verstehen, zu verstehen, dass da wahrscheinlich chemische Verbindungen gebildet werden, die dann ihrerseits ein Problem erzeugen. Das ist deshalb wichtig, weil dadurch versteht man so ein bisschen, dass das Zeit braucht. Das tritt also nicht sofort ein. Das braucht ja ein bisschen, bis man diese ROS, also diese Reactive Oxygen Species, in großer Zahl bildet und die dann auch wirken können. Und deshalb gibt es da einen gewissen Versatz. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Diskutieren wir später noch. Man sieht oft für diese ZNS-Toxizität solche Tabellen abgebildet. Und wir sprechen auch gleich nochmal über die Tabellen, über Sinnhaftigkeit, über potenzielle Probleme, die diese Tabellen haben. Aber wenn ihr eine Sache vielleicht nur mitnehmen wollt heute, ich hoffe, ihr wollt mehr mitnehmen, aber wenn es nur eins sein soll, dann bitte aus diesem Kapitel ZNS-Toxizität. Es ist dann üblicherweise beim Sporttauchen kein Problem, wenn man sich an einige wenige Limits für den maximalen Sauerstoffpartialdruck hält. Und beim Sporttauchen ist das üblicherweise für das Gas, das man durchgehend atmet, 1,4 Bar. Bleibt man unter diesen 1,4 Bar Sauerstoffpartialdruck, ist es extrem unwahrscheinlich, dass man Probleme kriegt mit dieser ZNS-Toxizität für den Zeitraum, über den wir reden bei typischen Sporttauchgängen.
Wir atmen tatsächlich beim Tauchen, im technischen Tauchen in der Dekompression, üblicherweise Sauerstoffpartialdrücke von 1,6 Bar. Warum? Ist leicht zu verstehen. Wir möchten natürlich dafür sorgen, dass bestmöglich die angereicherten Inertgase ausgetrieben werden. Das heißt wiederum, wir wollen den Inertgaspartialdruck im Atemgas maximal senken und wieder mit irgendwas müssen wir auffüllen und dieses irgendetwas ist nach allem, was wir wissen, halt der Sauerstoff. Jetzt kann man natürlich sagen, warum geht man da ein scheinbar höheres Risiko ein? Die Erklärung ist einfach, wir wissen heute, diese Krampfanfälle werden wahrscheinlicher, wenn körperliche Anstrengung vorliegt. Und in der Dekompression üblicherweise muss man weder gegen maximale Strömung anpaddeln noch Arbeit verrichten, sondern man ist eher in so einem relativ gechillten Zustand. Und deshalb genehmigt man sich da etwas höhere Sauerstoffpartialdrücke. Wir kommen auch dazu noch, wie der genaue Zusammenhang sein mag zwischen Anstrengung und Krampfanfallrisiko. Aber diese Limits, die kann man sich vielleicht mal im Kopf behalten. 1,4 Bar für den normalen Tauchgang, wenn es ins technische Tauchen geht, 1,6 Bar üblich. Beim Reprise-Tauchen, seht ihr hier unten, CCR, üblicherweise Setpoint 1,3 Bar oder sogar noch weniger. Auch das hat damit zu tun, dass am Reprise erstens mal Tauchgänge häufig sehr viel länger sind und zweitens aber auch, dass die Atemarbeit etwas höher ist, sodass man den Verdacht hat, die Leute haben etwas höhere CO2-Spiegel. Und wir kommen nachher noch dazu, dass CO2 ist wahrscheinlich ein mächtiger Kofaktor in diesem Auslösen dieser Krampfanfälle. Ja, Ihr seht hier. und damit übrigens, dass es, dass man diesen Spiegel, diesen PO2 einfach konsequent den ganzen Tauchgang über hat, während wir ja bei einem normalen Tauchgang mit einem Gas irgendwann aufsteigen und selbst wenn wir jetzt diese 1,4 als Limit setzen, dann haben wir ja nicht eine Stunde lang diese 1,4 Bar Sauerstoffpartialdruck, sondern nur die Zeit, die wir wirklich am tiefsten Punkt verbringen, das mal, was meistens viel kürzer ist. Ja, ist schnell wieder weg, wobei man halt fairerweise sagen muss, es gibt tatsächlich auch bei langer Einwirkung bei diesen 1,4 Bar, ich glaube tatsächlich einige wenige Fälle, die dokumentiert sind, wo das hier schief ging. Also es ist wirklich relativ sicher. So. Sieht man rechts auch so einen Ausschnitt aus so einer Tabelle, also in dunkelgrün, das sind die Sauerstoffpartialdrücke 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 Bar. Und dann sind hier so Limits, einmal für einen Einzeltauchgang und einmal tagesakkumulierte Limits. Und da sieht man schon, das sind Zeiten in Minuten. Das sind also tatsächlich Zeiten, die sind, zumindest wenn wir unterhalb dieser 1,6 Bar bleiben, länger als so ein üblicher Tauchgang ist. Und damit ist man da erstmal auf der sicheren Seite. Eins weiter bitte. So eine volle Tabelle. Und diese volle Tabelle, wie liest man die? Klar, so wie wir das gerade eben gemacht haben. Da steht also hier der Sauerstoffpartialdruck, den rechnet man aus Umgebungsdruck mal multipliziert mit dem Sauerstoffgehalt des Atemgases, hat man seinen Sauerstoffpartialdruck. Guckt in die entsprechende Spalte für die maximale Tiefe selbstverständlich. Und dann hat man einmal hier so in so hellblau-grün, so diese zweite Spalte, hat man das Limit in Minuten für den einzelnen Tauchgang. Und dann hat man einmal so ein 24-Stunden-Limit, was wichtig ist, wenn man Wiederholungstauchgänge machen will. Und das ist dann hier natürlich nochmal aufgeschlüsselt. Dann weiter rechts, das sind diese weiteren Spalten nach tatsächlicher getauchter Grundzeit. Und dann sieht man also, wie viel Prozent der jeweiligen Limits man sozusagen sich davon dann schon genehmigt hat. Hinter dieser Tabelle steckt allerdings eine Idee, die nicht ganz unproblematisch ist. Und das gucken wir uns jetzt noch an, nämlich die Idee, dass man diese ZNS-Toxizität irgendwie wie so eine Dosis betrachten könnte und das akkumuliert sich dann auf, dass da so eine Art Uhr mittickt. Heißt auch manchmal tatsächlich CNS-Clock, den Begriff gibt es tatsächlich, steht auch über der Tabelle hier drüber. Dass da also schön regelmäßig eine Uhr mittickt und wenn diese Uhr irgendeinen Wert erreicht, dann passiert die Katastrophe. Die Analogie ist verführerisch. Weil genau so betrachten wir ja zum Beispiel Inertgassättigungen. Da rechnen wir mit, wie wir aufsättigen und dann setzen wir uns Limits und unter diesen Limits bleiben wir. Und die Idee ist sogar noch verführerischer in dem Moment, wo man das erinnert, was ich vorhin sagte, nämlich, dass wir hier wahrscheinlich über einen Effekt reden, der durch diese ROS getrieben wird. Und natürlich setzen wir uns damit einer steigenden Dosis von solchen Reactive Oxygen Species aus, wenn wir lange erhöhte Sauerstoffpartialdrücke atmen. Also das ist erstmal sehr, sehr verführerisch, an so eine Uhr sozusagen zu glauben und dann zu sagen, ich suche mir eine Zeit, unter der bleibe ich und dann ist es sicher.
Warum ist das kritisch? Naja, einmal sieht man sofort einen Bruch sozusagen in der Analogie zur Inertgasaufsättigung. Das sättigen wir nämlich tatsächlich auf und haben erstmal, solange wir nicht den Partialdruck und damit den Gesamtdruck des Inertgases im Atemgas senken, keine Möglichkeit, das wieder loszuwerden. Diese ROS, mit denen stellt der Körper natürlich etwas an. Der Körper hat Schutzmechanismen, der baut die auch wieder ab. Das heißt, diese Vorstellung einer Aufsättigung und Absättigung, die ist höchstens in Grenzfällen sozusagen hier relevant. Die kann man aber nicht so weit treiben wie bei der Dekompressionstheorie. Und das Zweite, eins weiter bitte. Das Zweite dabei ist, dass wenn man sich mal anguckt, wie diese Tabellen entstanden, dann sieht man tatsächlich, dass in diese Limits bei niedrigen Sauerstoffpartialdrücken sehr wahrscheinlich auch eingeflossen sind Grenzen, die aus der Einwirkung aufs Lungengewebe eigentlich kommen. Also das ist ein pragmatischer Versuch, sichere Zeiten zu benennen, wo es sehr wahrscheinlich keine Probleme geben wird, bei denen ein Krampfanfall durch ZNS-Toxizität sehr unwahrscheinlich ist. Aber die kann man nicht mit der gleichen Sicherheit als reale Limits betrachten, wie wir das bei der Dekompressionstheorie machen können. Und da sind die Unsicherheiten schon nennenswert. Das ist keine mittickende Uhr, bei der man bei einem bestimmten Wert sagen kann, jetzt passiert X. Das ist keine eindeutige Grenze. Aber man kann es andersrum betrachten. In dem Moment, wo man sich zum Ziel setzt, unterhalb dieser Limits zu bleiben aus diesen Tabellen, ist man auf jeden Fall sehr sicher unterwegs. Nur was man nicht tun sollte, ist die Idee mit sich tragen, dass in dem Moment, wo man für länger als zum Beispiel 3 Stunden einen Sauerstoffpartialdruck von 1,3 bar geatmet hat, und das kann prinzipiell natürlich bei Reprisertauchgängen schon passieren, dass dann irgendeine Art fataler Kaskade in Gang kommt und man jetzt irgendeinen Notfallmechanismus in Gang setzen müsste. So ist das halt nicht. Das sind sehr sichere Grenzen, die auch durch Erfahrungswerte kalibriert sind, unterhalb derer sehr unwahrscheinlich ist, dass was passiert. Aber die halt nicht auf dem gleichen Level stehen wie zum Beispiel so eine M-Linie in der Dekompressionstheorie. Weil wir sehr viel weniger wissen über diese Wirkung der Sauerstofftoxizität. Sehr viel dynamischerer Prozess ist als das Aufsättigen von Inertgasen. So, noch eins weiter bitte. Und damit zur Währung nochmal zurück. Also diesen Teil vielleicht für den Moment bitte merken. 1,4 bar, sehr gutes Limit für das Bottomgas. Und 1,6 bar für das Dekogas. So, und jetzt zur Währung. Genau. Gut, bitte merken ist ein guter Hinweis, weil wir kommen darauf noch zurück. Nur ich würde, möchte hier gerne kurz einschieben, sozusagen. Ein Thema, was offensichtlich in diese Tabellen, in die ZNS Clock, in diese Tabelle mit eingeflossen ist, für uns aber sehr, sehr wenig Bedeutung hat. Und das ist die pulmonale Sauerstofftoxizität, also der Schaden, den höhere Sauerstoffpartialdrücke am Lungengewebe anrichten können. Auch das durch dieselben Sauerstoffradikale, also durch dieselben ROS. Wenn man denen zu lange ausgesetzt ist unter einem zu hohen Druck, und das kann durchaus schon bei 0,5 bar Sauerstoffpartialdruck im Vergleich zu den 0,21, die wir normalerweise haben, irgendwann passieren, dann lässt sich tatsächlich eine Einschränkung der Lungenfunktion nachweisen. Also das ist messbar. Sowas passiert bei Menschen, die zum Beispiel längere Zeit eine Druckkammerbehandlung mitmachen. Und genau dafür gibt es da auch Berechnungseinheiten, wie lange man sich höheren Sauerstoffdrücken aussetzen kann, ohne dass das Lungengewebe geschädigt wird. So. Das ist hier zum Beispiel nochmal aufgetragen, und zwar in dieser Linie. Wie lange kann man höhere Sauerstoffdrücke ertragen? Und hier ist etwas ganz anderes zu sehen als das, was wir eben in unserer Tabelle hatten, nämlich wir haben hier keine Messung in Minuten, sondern wir haben hier Stunden. 4, 8, 12, 16, 20 Stunden. Und wir haben hier auch nicht 1,3 und 1,4, sondern wir haben 1, 2, 3 bar. Also nochmal massiv andere Drücke und massiv längere Zeiten. Und
Dabei ist sozusagen eine sehr gesicherte Linie hier die der pulmonalen Grenzen, also ab wo man sagen kann, jetzt ist messbar, dass das Lungengewebe geschädigt wurde. Jetzt ist die Lungenfunktion eingeschränkt. Und das ist tatsächlich nach mehreren Stunden der Fall. Also selbst bei 2 Bar haben wir 8 Stunden, die wir das atmen können. Und erst bei sehr hohen Drücken wird das dann langsam ein bisschen weniger, also im Bereich 1, 2 Stunden. Und das Ganze wird gekreuzt von der CNS-Toxizität, die tatsächlich schon sehr viel früher einsetzt, wie wir hier sehen können. Und wo wir aber auch hier nur eingetragen haben, die Grenzen, bei denen das ganz sicher stattfindet. Die CNS-Toxizität ist ein bisschen hinterhältiger, weil die natürlich auch schon sehr viel früher einsetzen kann. Ne? Also das hier soll jetzt bitte niemanden dazu verführen, zu sagen, naja, wieso? Bis zu 2, gut 2 Bar kann man doch 1 Stunden lang tauchen, können wir machen. Das ist nicht gemeint, weil es immer wieder einzelne Fälle gibt, in denen es vorher zu Vergiftungserscheinungen kommt. Und wegen dieser einzelnen Fälle möchten wir uns dem Risiko nicht aussetzen. Das, was hier aufgetragen ist, ist der Moment, in dem es sicher passiert. Und von diesem Moment möchten wir nun wirklich sehr, sehr, sehr weit wegbleiben. Aber diese Kurve hier ist die, die sehr eindeutig und sehr klar ist und sehr messbar. Weil Lungenfunktion kann man ja messen, noch bevor der Schaden wirklich so massiv wird, dass man ihn nicht riskieren möchte. Ja? Das hier führt tatsächlich zu einer Dosis, die Menschen ausgesetzt werden können. Und das sind diese berühmten OTUs oder auch Oxygen Toxicity Units. Mit denen ist immer die pulmonale Toxizität gemeint. Also das bezieht sich in wirklich nicht auf das, was für uns beim Tauchen die große Gefahr ist. Und das ergibt Zeiten, die lang sind. Sehr, sehr lang. Also man hätte eine OTU wird definiert als wir haben 1 Bar Sauerstoffdruck und das 1 Minute lang. Wenn der Sauerstoffdruck, Partialdruck etwas niedriger ist, sind die Einheiten immer etwas weniger pro Minute und zwar auch nicht linear, sondern nimmt wirklich, also 0,0, ab 0,5 Bar wird nicht mehr gezählt, unter 0,5 Bar Sauerstoffpartialdruck können wir sozusagen unendlich lang benutzen und wenn es nach oben geht, hat man eben nicht 1,7 OTUs für 1,7 Bar pro Minute, sondern dann 2,07. Also es wird mehr, ja? Weil je höher der Partialdruck, umso aggressiver wird der Sauerstoff. Wir haben hier aber Tagesdosen von 850 OTUs pro Tag. Das ist etwas, was zum Beispiel in einer Druckkammerbehandlung dann durchaus mal ausgenutzt werden kann, weil man da gerne für diesen einen Tag, in dem die Behandlung relevant wird und in dem die Behandlung Erfolge erzielen kann, das so gut wie möglich und so weit wie möglich nutzen möchte. Für längere Expositionen, also wenn man jeden Tag immer wieder stundenlang Sauerstoff atmet, geht das runter auf nur noch 300 OTUs pro Tag. So, 300 OTUs pro Tag bedeutet bei 1 Bar 300 Minuten. Es bedeutet bei 1,4 Bar, was unsere relevante Grenze ist, 184 Minuten und bei 1,6 Bar 156. Also diese 300 OTUs, die gemeint sind für man ist dem immer wieder ausgesetzt, die scheinen, weil das so unendlich nah aneinander liegt, die Grenzwerte, die uns die CNS-Clock liefert und die Grenzwerte, die uns die OTUs liefern, scheint gerade bei den niedrigeren Drücken als Dosis sozusagen, scheinen die OTUs sehr deutlich hier mit eingeflossen zu sein. Vielleicht zu viel, vielleicht mehr als das, wo es eigentlich um die CNS-Vergiftung geht und um das, was uns ja viel mehr Sorgen macht. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass
Gerade, dass man zwar Sauerstoffexposition und ihre Wirkung auf die Lunge durchaus auf diese Art berechnen kann und dass das in Ordnung ist, zu sagen, Mensch, guck mal, wir machen jetzt eine Stunde und später machen wir noch mal eine Stunde, dann machen wir noch mal eine Stunde und das addieren wir alles zusammen und gut ist. Aber es könnte sein, dass das um das Risiko einer Sauerstoffvergiftung im zentralen Nervensystem einzuschätzen, einfach wirklich so nicht ganz korrekt ist. Und dafür gebe ich nochmal zu Dominik und zurück zur Frage Zufall. Ja, und zur Frage, warum sozusagen der Dominik dieses Konzept der Uhr für die CDNS-Toxizität, warum ich da nie so richtig warm geworden bin damit, das hat ganz viel zu tun mit diesem Diagramm hier rechts. Wissenschaftlich gesehen, aus meiner Sicht, eins der wichtigsten Schlüsselexperimente, wenn es um Sauerstofftoxizität geht, das sehr alt ist. Ihr seht hier unten, das ist aus Oxygen Poisoning in Man, Kenneth Donald. 1947. Das ist also älter als die allermeisten oder jeder wahrscheinlich hier im Webinar momentan. Warum ist das sehr alt? Das hat unter anderem damit zu tun, dass man solche Versuchsreihen heutzutage wahrscheinlich nur noch sehr, sehr schwer genehmigt kriegt, weil die haben da tatsächlich Versuche gemacht mit Freiwilligen, die also in die Druckkammer gegangen sind und haben dann hohe Sauerstoffpartialdrücke geatmet. Und da hat man einfach die Zeit gestoppt bis zum Krampfanfall. Was in der Druckkammer kein so ein Riesendrama ist wie unter Wasser, diese Krampfanfälle, die werden üblicherweise schadlos überlebt, sind aber halt auch nicht vollkommen ungefährlich. Atemwege muss natürlich garantiert frei bleiben, auf die Zunge beißen ist so ein Thema und und. Also das sind Experimente, da wäre man heute extrem vorsichtig, die an Menschen durchzuführen. Aber in gewisser Weise sensationell, was da rausgekommen ist. Sensationell im wissenschaftlichen Sinn gesagt. Nach rechts aufgetragen, das sind einfach Tage. Man hat also mit einer Person, jetzt hier, das ist ein Diagramm für eine Person, hat man den gleichen Versuch immer, immer, immer wieder gemacht. An verschiedenen Tagen. Nämlich jedes Mal, wo da so ein Punkt ist, in dieser Fieberkurve. Sozusagen. Ist aber keine Fieberkurve, sondern wo sind die Punkte? Das ist einfach die Zeit in Minuten, bis ein Krampfanfall aufgetreten ist, bei immer gleichem Sauerstoffpartialdruck. So, und was sieht man da jetzt? Da gibt es hier oben zum Beispiel einen Punkt bei 85 Minuten oder sowas. Okay, viel mehr als eine Stunde. Super. Aber vorher, paar Tage vorher, gleiches Experiment, Krampfanfall nach einer Viertelstunde. Und noch vorher, Krampfanfall nach 5 Minuten. Paar Wochen später, gleiches Experiment, Krampfanfall nach 2,5 Stunden. Warum? Weiß kein Mensch. Weiß niemand. Und das soll eine mittickende Uhr abbilden? Nein, liebe Leute, sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Und das ist das fundamentale Problem. Da steckt eine unglaubliche Variation drin, bei der gleichen Person von Tag zu Tag, bei gleichen Umständen. Ich meine, das ist ein Laborexperiment. Das ist viel, viel identischer, als wir das im Unterwasser je haben könnten. Und das muss eine extreme Mahnung sein, sehr, sehr vorsichtig mit dieser Idee einer Uhr zu sein. Die approximiert irgendwie ein sicheres Limit und wenn wir davon wegbleiben, dann wird es uns gut gehen. Aber die bildet mit Sicherheit nicht korrekt ab, was im Körper passiert, wenn ein Krampfanfall bevorsteht. Und das zwei Schlüsse, die man daraus ziehen muss. Das eine ist, weit wegbleiben von den Grenzen. Das leisten diese Tabellen. Das ist in Ordnung. Und das Zweite, da kommen wir noch dazu, ist aber auch wichtig. In all diesen Tests hat man eigentlich nie gesehen, dass schneller als innerhalb von ein paar Minuten, das können wenige Minuten sein, ein Beispiel seht ihr hier, aber schneller als innerhalb von ein paar Minuten so ein Krampfanfall aufgetreten ist. Es gibt keinen Fall von einem Atemzug nehmen, zack, Krampfanfall. Das passiert nicht. Also das ist schon sozusagen so eine gewisse Dosis muss ich da aufbauen. Das auch mal einen Moment im Hinterkopf behalten, sprechen wir noch drüber. Aber das, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. So. Jetzt ein paar Einflüsse kennen wir vermutlich da drauf. Die spielen bei dem Laborexperiment jetzt keine Rolle, das war immer gleich, aber die gehen in diese Variation natürlich zusätzlich rein. Das eine ist Anstrengung. Warum? Anstrengung. Erhöhte Atemarbeit, erhöhte Muskeltätigkeit führt zu erhöhten CO2-Spiegeln. Was macht ein hoher CO2-Spiegel? Ganz viele Sachen, aber eins davon ist, der weitet die Gefäße im Gehirn. Das ist eine normale Reaktion des Körpers, dass sich die zentralen Blutgefäße weiten, wenn der CO2-Spiegel steigt, weil das Gehirn mit mehr Sauerstoff versorgt werden soll und mehr CO2 dann auch abtransportiert werden soll.
Und das bedeutet aber natürlich, wenn man eh einer Überdosis Sauerstoff ausgesetzt ist, dass das Gehirn dann noch mehr oder das zentrale Nervensystem noch mehr dieser erhöhten Sauerstoffdosis abkriegt. Und das ist sehr wahrscheinlich einer der Gründe dafür, warum unter Wasser bei gleichen Sauerstoffpartialdrücken schneller ein Krampfanfall eintritt als auf dem Trockenen. Ja, der Tauchreflex des Menschen sozusagen, der führt schon mal dazu, dass das zentrale Nervensystem besser durchblutet wird und der CO2-Spiegel. Wir haben halt eine höhere Atemarbeit am Regler unter Wasser, als wir das jetzt hier im Raum sitzen haben. Sorgt halt auch dafür, dass das schneller geht. Ist eine der Erklärungen dafür, dass man in der Druckkammer zum Beispiel bei Kammerbehandlungen manchmal bis an 2 Bar PPO2 rangeht. Und zwar nicht nur für ein paar Minuten, sondern durchaus für länger. Trotzdem sehr selten Krampfanfälle sieht in den Druckkammern. Klar, dann kommt noch dazu, sitzt ja nicht aus Spaß in der Druckkammer. Wenn man das macht, dann hat man einen Grund und kann dafür ein bisschen natürlich ein Risiko in Kauf nehmen. Und wenn es passiert, ist es weniger dramatisch als im Wasser. Aber man sieht auch einfach sehr selten Krampfanfälle in der Druckkammer. So, jetzt eins weiter noch. Zur Frage aller Fragen. Müssen wir daran sterben irgendwann? Also daran nicht, an irgendetwas irgendwann schon, aber nicht heute und nicht an der Sauerstofftoxizität, wenn wir es richtig machen. Wenn wir unterhalb dieser 1,4 Bar PPO2 bleiben, dann ziemlich sicher nie. Dann sind wir in einem sehr sicheren Bereich. Das haben wir besprochen. Wenn wir unterhalb oder bis zu diesen 1,6 Bar gehen und dabei gleichzeitig dafür sorgen, dass wir uns nicht übermäßig anstrengen, dann sind wir auch in einem sicheren Bereich. Wenn wir kurzzeitig in die Situation kommen, diese Partialdrücke zu überschreiten, dann zurückdenken an das, was ich gerade sagte. Es dauert in allen Experimenten, die man macht, normalerweise mindestens ein paar Minuten, bis ein Krampfanfall auftritt. Man muss auch nicht einen Krampfanfall fürchten, wenn man sekundenweise kurz diesen Partialdruck überschreitet. Denkt an dieses Diagramm hier rechts und denkt daran, die X-Achse sind Stunden. Und das heißt also, auch relativ hohe Partialdrücke werden kurzzeitig toleriert. Kann man verstehen. Heißt, die realen Gefahren bei dieser Geschichte, die liegen gar nicht mal so arg darin, dass man jetzt irgendein Atemgas hat und dessen sozusagen maximale Tiefe kurzzeitig durch einen Tarierfehler oder sowas um ein paar Meter überschreitet, das dann merkt, wie der flacher wird. Das ist eigentlich gar nicht die reale Gefahr. Die reale Gefahr ist was anderes, nämlich die Komplettverwechslung von Atemgas. Dann kann es nämlich tatsächlich passieren, dass man versehentlich 3, 4, 5 Bar Sauerstoffpartialdruck versucht, über 20 Minuten hinweg zu atmen. Und das geht dann mit einiger Wahrscheinlichkeit schief. Also das ist eine sehr, sehr gute Motivation, sich zu überlegen, wie messe ich und wie label ich mein Gas ordentlich, weil das ist die eigentliche riesige Gefahr, das komplett falsche Atmen von Gas durch Verwechslung von Flaschen. Nicht so sehr die Frage, geschieht jetzt gleich irgendetwas Dramatisches, wenn ich kurzzeitig um ein paar Meter die eigentlich maximale Tiefe überschreite, beantwortet vielleicht auch die oft gestellte Frage, soll man einem Buddy Hilfe leisten, auch wenn man dafür dann irgendwie auf 1,5 oder 1,6 oder 1,7 Bar PPO2 gehen soll. Aus meiner persönlichen Sicht ein klares Ja. Klares Ja. Weil halt dieser Effekt sozusagen nicht sofort zum Krampfanfall führt. So. Also zusammenfassend. Pulmonale Toxizität im Sporttauchen aufgrund der noch moderaten Partialdrücke und vor allen Dingen aber auch der relativ kurzen Einwirkungszeiten, und zwar kurz mit dem Maßstab von Stunden und Tagen gemessen, nicht so arg relevant. ZNS-Toxizität, kurzzeitiges und begrenztes Überschreiten, denkt an den Tarierfehler zum Beispiel, nicht sofort kritisch, heißt jetzt natürlich nicht, dass man damit unbedingt loslegen sollte, absichtlich von den Grenzen wegbleiben, denkt an diese enorme Variation, immer eine gute Gefahr. Aber die reale Gefahr ist halt üblicherweise die Verwechslung von Atemgas. Das komplette Verwechseln ist sozusagen unbemerkte Atmen von sehr hohen Sauerstoffpartialdrücken. Das ist tatsächlich ein bekannter Unfallauslöser. Und wir gucken uns gleich noch an, wie wir den bestmöglich vermeiden können. Ich glaube, genau Ja. dahin gehen wir jetzt. Dahin gehen wir jetzt. Gut. Zu einem kleinen Workshop, wie analysiere ich meine Flasche? So. Ja, und dafür haben wir nämlich sozusagen eine tatsächliche, echte Flasche,
bei der Dominik wirklich nicht weiß, was drin ist, was irgendwie eine ganz gute Sache ist, dann doch einfach mal nachzugucken, oder? Also es ist jetzt wirklich Überraschung, 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 wir wissen es auch Kleines nicht. Osterei, schwarz. Ja. Also ein lustiges großes Fläschchen mit Doppelventil, das ist ein 15er, oder? Das sind 12 Liter lang. Ach so, okay, gut. Also Das war die doch nicht so. Laptop-Kamera, die macht das so ein bisschen. Ja, okay. Also, bevor wir loslegen, ist der erste Schritt üblicherweise, dass wir sicherstellen, dass der Analyzer, den wir in die Hand kriegen, auch funktioniert. Also, was wir wissen wollen, ist, dass der am Anfang, wenn er Luft misst, 20,9% anzeigt, weil das hat Luft nun mal. Wenn der irgendwas anderes anzeigt, ist das kein Problem. Der ist nicht kaputt, der muss nur kalibriert werden. Also man muss ihm dann sagen, du hast jetzt gerade Luft und was immer du jetzt gerade misst, das sind 20,9. Und dafür haben all diese Analyzer eine Taste, wo üblicherweise CAL draufsteht für Calibrate. Und wenn man da drückt, dann fängt er an durchzuspielen, kalibriert sich selbstständig und gibt dann die 20,9 an. Jetzt zeigt einer mal 20,7 nur. Ups. Jetzt darf man aber nicht ganz vergessen, dass ich hier in einem Raum bin. Das ist das eine. Und zweitens sehr nah an diesem Sensor ausatme gerade. Ne? Also das darf man auf ein Zehntel Prozent jetzt nicht überinterpretieren. Ich würde mir da auch so um sowas wie 2,8, 2,9 keine, wirklich keine Sorgen machen. So genau messen die auch nicht und so genau müssen wir auch gar nicht wissen. Aber wenn Ich halte das mal ein die Stückchen weiter weg. Alles Luft gut. dann hat man irgendwann ein Limit so formulieren, dass man es das eigentlich nicht mehr haben So. wollte. Jetzt ist er wieder bei 20,9, also ich vermute, ich tippe auch Luft, weil vorher hat es auch 20,9 Ja, gezeigt, wenn wie es war. gesagt, ich musste halt, um in die Kamera zu halten, relativ nah an meinen Mund mit dem Sensor, ne? Und natürlich ist dann dieser Schwall sozusagen an 17, 16, 17% Ausatemluft, der geht dann sozusagen daran. Gut. So, dann das nächste, was wir tun werden, ist die Flasche erstmal ganz langsam aufdrehen. Also so, dass wir jetzt keine unglaublichen Mengen Gas verlieren, sondern dass so ein ganz feiner, sanfter Strom da rauskommt. Das machen wir zuerst, bevor wir dann den Sensor anlegen, einfach, dass wir uns jetzt nicht mit Wucht Nitrox in den Sensor knallen. Das kann halt auch schief gehen. Sondern wenn es da so ein ganz klein bisschen nett strömt, dann legen wir das Messgerät an. Das sind meistens so ein Röhrchen in einer Form. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Also Dominik hat ein recht nettes Modell, schon ein bisschen fortgeschritten. Das, was ihr auf dem Foto seht in der Präsentation, ist das, was normalerweise, was an den meisten Tauchsafari-Booten und so ist. Ne? So, und dann guckt man auf den Analyzer und sieht, wie die Sauerstoffprozente langsam hochgehen. Und da muss man sich ein ganz klein bisschen Zeit lassen. Also wenn die Anzeige sich dann nicht mehr verändert, also jetzt ist es zum Beispiel bei 24, 24,1, jetzt tut sich auch nichts mehr, 24,1 immer noch, da bleibt das stehen, 24,2, naja, ja, aber höher geht er jetzt auch nicht mehr. Ja, damit kann man jetzt sagen, jetzt ist genug, jetzt reicht das. Was wir nicht tun, ist, wir drehen auf, erwarten 32%. Sobald wir die 32% sehen, drehen wir ganz schnell die Flasche zu, weil dann wissen wir noch nicht, ob das nicht noch mehr sein könnte und es gerade noch weiter hochzieht. Also wartet ab, lasst euch ein bisschen Zeit, also bis die Anzeige sich stabilisiert hat und nicht mehr weiter hochzählt. Das ist alles. So, die meisten Analyzer spucken euch jetzt auch automatisch gleich mit die MOD, also die Maximum Operating Depth, aus. Und das ist genau diese eine Zahl, die ihr unbedingt, wirklich unbedingt wissen müsst. Das ist die Grenze, bei der ihr auf dieser Tiefe erreicht ihr mit dieser Mischung 1,4 Bar Sauerstoffpartialdruck. So, wenn euch der Analyzer nicht ausspuckt, kann man das auch selber ausrechnen. Aber das wollte ich jetzt hier im Webinar gar nicht wiederholen, weil dazu haben wir noch extra Videos auf Punkfish Diving. Da gibt es eine Playlist Nitrox und alle Sachen, die man sich ausrechnen kann,
habe ich da mal vorgerechnet. Wer das möchte, kann sich das da gerne angucken. Macht manchmal Spaß, das einfach selber zu machen. Einfach nur, um zu wissen, dass man es kann. Aber es spricht natürlich auch überhaupt nichts dagegen, das einfach aus einer Tabelle abzulesen. Wichtig ist, dass man so ein bisschen die Plausibilität im Kopf haben sollte. Ne? Also der Partialdruck, wenn ich auf 1,4 bar kommen kann, kommen möchte, 1,4, was da für mich einfach zu rechnen ist, wenn ich sage, in 35% Mischung, da wäre ich so bei 4 mal die 35%, 4 mal 0,35 sind 1,4. Und das heißt, mit einem 35er Nitrox habe ich 30 Meter als Grenze, als MOD. Das heißt, wenn ich ein bisschen noch höhere Prozente habe, dann muss die MOD folglich ein bisschen niedriger sein. Und wenn ich ein bisschen niedrigere Prozente habe, kann sie etwas höher sein. 28 ist auch so eine schöne Mischung, weil 28 geht dann bei genau 5 Bar, also bei 40 Meter. Ja, Na, wenn das sind so die Standardmischungen. man So. sich diese, wenn man sich die einfach merkt, dann hat man so ein bisschen was, dass man zumindest einschätzen kann, ob das, was einem der Analyzer jetzt anzeigt oder was man gerade irgendwo abschreibt, ob man sich da auch nicht verguckt hat. Und zurück zu dir. Du wolltest gerade Genau, weiter. was schreibe ich jetzt auf? Also, ich habe ja ein Etikett auf der Flasche. Ganz wichtig, in dem Moment, in dem ich gemessen habe, nicht irgendwann später, nachdem ich mir noch eine Cola geholt habe oder sonst irgendwas gemacht habe, sondern immer sofort, wenn ich gemessen habe, schreibe ich das auf die Flasche drauf. Was schreibe ich drauf? Mache ich das? Einmal, ich schreibe hier oben das Datum drauf. Wann habe ich gemessen? 9.4. Und dann sind zwei Zahlen ganz, ganz wichtig, total unverzichtbar. Einmal, was habe ich gemessen? 24% Sauerstoffgehalt. Und das zweite, was ich draufschreibe hier, ist die MOD. Das ist 48 Meter hier jetzt. 48 Meter erreiche ich 1,4 bar mit diesen 24% Sauerstoff. Und dann, was noch ganz nice und ganz wichtig ist, ich schreibe meine Initialen da drauf. Das ist meine Flasche. Ja, ich habe die gemessen. So. Und damit wäre ich in dem Fall jetzt zufrieden mit diesem Label. Das kann man ganz verschieden machen. Gibt so diese vorgefertigten Label in Gelb-Grün meistens. Kann auch etwas sich sozusagen selbst zurecht machen. Aber ganz wichtig ist, das so anbringen, dass es auch durch Wasserkontakt nicht abgeht. Und das auch so beschriften, dass nicht beim ersten Wasserkontakt dann die Beschriftung weg ist. Ein wasserfester Marker hier. Ne? Und das lässt man dann also drauf. Und zwar so lange, bis die Flasche neu gefüllt wird und dann neu gemessen wird. Weil nämlich spätestens der Füller, der die Flasche von euch entgegennimmt, euch wieder fragen wird, was ist denn eigentlich drin? Und dann sollte das Label sozusagen noch unangetastet sein. Plus auch Dinge, also jetzt mal angenommen, es passiert irgendetwas Unangenehmes, würde natürlich dann auch versucht werden, rauszukriegen, wie war eigentlich der Hergang. Und auch dafür ist wichtig zu wissen, welche Gase glaubte man zum Beispiel, waren in der Flasche drin. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist die eine Sache, von der ich echt abraten würde, da schnell drüber zu gehen, weil denkt zurück, also die Ist jetzt Dominik weg Katastrophenszenarien. oder bin ich jetzt weg? Die Katastrophenszenarien haben zu tun mit Hört ihr mich noch? Verwechslung. Schreibt mal bitte kurz in den Chat. Ich höre dich noch, Vero. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört. Ich glaube, es hören uns noch beide tatsächlich. So, aber ich war jetzt tatsächlich auch durch damit. Also hier ist es ein schönes Label und jetzt kann diese Flasche sozusagen dem nächsten Tauchgang entgegen harren. Gut. So, jetzt sehen wir keine Freigabe mehr momentan, Vero. Jetzt bin ich da. Gut. Jetzt bist du wieder da. Gut. Irgendwie warst du nämlich auch kurz weg. Jetzt alle wieder da. Okay. Alle wieder da. Gut. Okay. Du warst fertig, ne? Weil jetzt Ich habe bin ich da, fertig, genau. genau, da hatte ich nämlich Flasche jetzt ist einfach etwas bereit einen Teil und verpasst. Und gut, damit sind wir nämlich tatsächlich jetzt für heute auch am Ende angekommen.